Na, guck, der Masu, das ist der Zielfisch. Das ist aber auch in den Dingen, ey. Der soll ja gerade ganz gut laufen und zwar auch immer wieder mit Topwater. Und jetzt würde ich aber auch mal sagen, da müssen wir vielleicht mal zusammen was testen. Lasst uns mal zusammen an der Yama testen, bei Regenwetter und bei Sonnenschein, verschiedene Führungsmethoden. Mir ist das vor ein paar Tagen schon mal aufgefallen. Oder habe ich das, glaube ich, schon vor ein paar Tagen auch mal im Livestream gesagt. Irgendwie habe ich immer wieder den Eindruck, dass wenn es regnet, dass dann Oberflächenköder oder Köder, die relativ nah an der Oberfläche geführt werden, deutlich schlechter funktionieren, als wenn man dann bei Regenwetter eher in die Jig-Führung geht und eher auf dem Untergrund unterwegs ist. Kann das sein, dass sich die Fische bei Regen eher mit Jig fangen lassen und bei Sonnenschein oder leicht bewölkt vielleicht doch dann eher aktiv, schnell, also eher in den oberen Wasserbereichen oder halt Topwater dort dann besser zu fangen sind? Das wäre halt wirklich mal interessant und gerne mal testen, testen, testen und euer Feedback unten in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal in den letzten Wochen explizit so ein bisschen mal im Blick gehabt. Jetzt gerade hier wieder hin, schön die Morgenstunden wieder ein bisschen getestet. Und ja, es ist ein bisschen was reingegangen und ja, es war okay. Auch hier mit einem schönen Saibling. Alles auf dem X-Walker, der ja ganz gut funktioniert zurzeit. Und es lief so lala. Also zu wenig und zu klein. So, und jetzt gehe ich gerade in den Jig und teste gerade. Ich habe jetzt einfach, der Jig-Walker ist von unten gelb. Jetzt bin ich einfach nochmal auf einen gelben Köder gegangen und jetzt jigge ich hier so ein bisschen rum. Und auf einmal geht das anscheinend ganz gut. Die Fische werden ein bisschen größer. Es ballern wieder schön welche rein. Jetzt habe ich hier natürlich ein bisschen Zeit vertrödelt, aber es scheint besser zu gehen. Und das Schöne ist, jetzt habe ich hier gleich nochmal eine schöne, das finde ich ist somit die geilste, das geilste Spinning-Wetter. Leicht bewölkt, nicht so komplett, läuft auch an der Yama immer sensationell. Und da muss ich sagen, da freue ich mich gleich drauf, ob Baller schon biss. Na guck, sinkend, der Köder war auf dem Grund, zack. Und ballert rein. Alter, was ist mit ihm hier los? Also, das ist doch irgendwie den Dingen. Ist das so? Ist das bei dir auch so? Gerne mal testen, dass wir hier von vielen, vielen, vielen Accounts mal so ein bisschen kollektiv ein bisschen Infos zusammenkriegen. Ob das nur bei mir so ist, ob das bei dir auch so ist, ob sich das einfach reproduzieren lässt und ob man da vielleicht sogar schon so eine Art Regel draus machen könnte, wenn wir jetzt hier mehrfach eben das Feedback bekommen, ja, bei Regenwetter tendenziell eher mit Blinkern in den Jig oder vielleicht mal locker durch, also langsam durchziehen. Kann man ja auch machen, zum Beispiel mit einem Spinner dann sehr langsam einfach durchziehen und dadurch ist er dann eben auch mehr am Untergrund. Oder dann, wie gesagt, bei Sonnenschein eher schneller durchziehen oder auch hier Tempo 50 mit Shift mache ich ja auch häufig. Zack, einfach so durchziehen, zack. Und dann lässt man das halt quasi, ja, dann lässt man eben diesen Jig aus, ne? Also, das wäre halt wirklich interessant und ich teste das jetzt gleich auch nochmal. Wir haben ja jetzt gleich, wie gesagt, die Nacht ist ja nicht so lang hier. Also werde ich gleich mal eben ein bisschen Pause machen hier. Mir gleich noch ein Käffchen holen und dann teste ich gleich mal in den Morgenstunden, wenn es dann hoffentlich aufhört zu regnen, sollte ja an für sich, ob das dann nicht besser geht. Irgendwie ist das doch eigenartig. Da muss doch irgendwo, naja, vielleicht doch eine Regel zu erstellen sein. Das wäre doch ganz geil. Jetzt ist Sonne. Zack. Die Sonne ist gerade aufgegangen, eben hier rüber gewandert. Das geht ja immer zack, schnell auf einmal wandert sie rüber, fängt wieder von vorne an. Also, die Sonnenstrahlen sind da, Topwater ist im Wasser, der Biss ist da. Hängt das zusammen oder hängt das zusammen? Ja, hört's doch auf, Alter. Sofort erster Biss, zack, die Dolly. Mann, 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 das ist doch ein Dingen. Also, irgendwie muss doch
muss das doch zusammenhängen. Also irgendwie müssen doch die Fische Bock haben oder vielleicht tendenziell bei Sonnenschein oder leicht Sonnenschein eher dann vielleicht doch Bock haben auf Oberfläche oder Oberflächennähe und bei Regen vielleicht doch eher auf Jig. Jetzt habe ich noch nicht ganz so viel Regenwetter, aber das werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage nochmal nachtesten und probieren, ob denn nicht bei Regenwetter auch einfach nochmal mehr funktioniert. Das wäre doch ein Ding, oder? Wenn man einfach sagen könnte, alles klar, ja, wir haben Regenwetter, nehmen wir einfach mal einen schönen Blinker, gehen uns hier an die Yama oder gehen hier an die Yama und gehen dann schön auf Jig-Führung mit einem dicken Blinker und gut ist. Und wenn wir dann wissen, alles klar, ist es wechselhaft vielleicht, ne? Es kommt ja auch immer wieder die Meldung, ah, da, zack, das Wetter an der Yama, es wechselt so hart und jedes Mal, wenn Wetterwechsel ist, dann geht wieder nichts. Naja, vielleicht ist das mit einem Grund. Vielleicht sollte man das einfach nochmal mehr im Blick haben, dass man vielleicht die Führungsmethode eher ändert. Denn grundsätzlich haben wir ja beim Spinning immer zwei wichtige Komponenten der Köderwahl. Und zwar Farbe und Form. Also, das sind ganz wichtige, elementare Komponenten, die man im Blick haben sollte. Wenn also eine Farbe und eine Form funktioniert, sollten auch andere ähnliche Farben und Formen funktionieren. Und dementsprechend wäre es halt eigenartig, wenn dann einfach auf einmal die Farbe und die Form nicht mehr funktioniert, nur weil gerade Regenwetter ist, aber man zieht vielleicht die ganze Zeit weiter an der Oberfläche entlang. Und die Fische sind vielleicht tatsächlich auf dem Untergrund. Also das jetzt gerade ein wenig, vielleicht auch nur einfach nur Spinnerei. Nehmen wir das erstmal nur als wilde Spinnerei, weil solange da nicht von vielen, vielen, vielen Spielern immer wieder auch eine Bestätigung kommt und im Idealfall über Wochen hinweg, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt auch. Das muss ja auch irgendwie in 3-4 Wochen auch immer noch wieder ein Thema sein, dass man sagt, alles klar, ja, funktioniert, kann man so machen. Dann ist es halt erst, ja, bestätigt sozusagen. Es geht halt nicht, wenn man das mal ein, zwei Mal testet mit 2-3 Leuten. Also das müssen wir auf jeden Fall länger testen. Von daher gerne mit ausprobieren, mit testen, ob das klappt, ob das bei dir genauso ist, gerne in die Kommentare unten reinschreiben oder natürlich auch gerne im Discord mitteilen. Auch wenn du das Video siehst und es ist vielleicht schon ein bisschen älter, auch da gerne mit unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht ist ja dann gerade, wenn du an der Yama bist, gerade passendes Wetter und du kannst tatsächlich eben diese Phase mal ausnutzen zwischen Regen und Sonnenschein. So, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren hier wieder. Ich teste jetzt weiter hier die verschiedenen Köder. Ich suche immer noch den Masu, gerne auch in groß. Das wäre mal nicht so schlecht. Ansonsten, ja, Saibling und so was nehme ich natürlich auch alles mit. Saiblinge scheinen ganz gut hier zu gehen. Dollywaden wurden auch einige Trophys schon wieder gefangen hier, auch an der gleichen Stelle. Ach so, ich bin die ganze Zeit hier bei 94. Ich habe es auf der Map noch gar nicht gezeigt. Die Stelle scheint gerade ganz gut zu gehen, aber auch hier ein bisschen weiter links, ne? Die Kante hatte ich jetzt, glaube ich, zuletzt nochmal gezeigt. Der Bereich hier allgemein klappt immer wieder ganz gut. So, ab Attacke Vollgas. Jetzt erstmal ein bisschen rausziehen hier. Petri Lümmels, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer komplett RF4. Und an den anderen Tagen mal ein bisschen RF4 und dann im Anschluss zur Zeit zum Beispiel der LS22. Schön in den Landwirtschaftssimulator rein. Bis dahin, Petri.